Ja, Judith, ne? Heute mal etwas anderes Format hier im Podcast. Hallo Max. Ja, herzlich willkommen Herzlich an alle willkommen. Zuhörer. Man Zu kann jetzt Schauer, schon sagen, Zuhörer. extrem problematisches Format auf jeden Fall. Drei Leute, drei unterschiedliche Orte. Ich mit grande Katastrophen Internet hier gerade in Mequinensa. Ich sitze in Mequinensa, Max sitzt in Tangermünde. Tag das Bild das erste Mal bei mir. Und es könnte sein, dass ich euch den Bildschirm auseinanderfege, aber geht es noch oder geht's nicht? Ja, man hört dich Es noch, man geht hört dich noch. noch. Ja. Ich ziehe erstmal einen Schluck Bier. Vielleicht könnt ihr erstmal weitermachen. Das können wir so machen. Ja, wir haben uns hier heute zusammengefunden, wie Finn gerade schon gesagt hat. Wir sind heute alle an drei unterschiedlichen Orten, aber zuletzt, als Finn und ich noch in Norwegen waren, haben wir schon die Norwegen-Podcast-Folge aufgenommen. Deutlich zu spät. Dementsprechend sind wir jetzt, auch obwohl die Verbindung nicht die stabilste ist, zumindest bei Finn, hier, um zusammen nochmal unsere Ereignisse oder Erlebnisse aus Deutschland zu teilen, wo wir auch viel bei Max waren und lange, Richtig. ungefähr 2 Wochen. Dementsprechend Ja. wollen wir das heute mal so alles ein bisschen Revue passieren lassen. Erstmal Max, ich glaube, im Podcast bist du auch noch gar nicht dabei gewesen bis dato, ne? Nein, nein, das ist tatsächlich jetzt auch Premiere für mich. Und Grande, dann grande hoffe Premiere. ich, ja, grande Premiere mit grande Katastrophe bei Finn. Grande Premiere mit Aber grande Katastrophe, aber das ist Fischkurs-Style, also alles gut. tatsächlich, wir lassen uns die gute Laune nicht nehmen, wie immer. Ich bin kurz davor, Aber aber ansonsten läuft's. Finn sitzt im Van, nee. Maximilian ist kurz davor, Bogenschießen zu gehen und ich sitze hier im Kleiderschrank. Das muss man auch noch mal kurz Richtig. festhalten. Ja, nee, ich bin bei mir in der Firma tatsächlich im Büro und ja, das ist. Jetzt kommt bei mir Merkt auch ein das neues niemand. Audiogerät rein, aber ich bleibe bei den iPhone-Kopfhörern. Auch Sehr AirPod schön. genannt. So. Das hast du toll erklärt und ich würde sagen, wir machen jetzt einen riesen Übergang. Also, Max, das erste Mal im Podcast, ihr wisst mittlerweile alle, Max, fester Bestandteil von Team Fischkurs. Ihr habt schon viele Reels gesehen, wir haben unfassbar viel zusammen unternommen und haben unfassbar große Pläne. Da gehen wir eventuell auch heute schon mal im groben Sinne drauf ein. Aber, wo sind wir letztes Mal im Podcast stehen geblieben, Tim? Ich glaube, da hast du Mütze auf. Ja. Ich möchte meine nicht abnehmen, weil ich meine Haare kurz geschoren habe. Ich glaube, das ersparen wir tatsächlich einmal lieber. Ja, ich meine, wir sind ja zuletzt in Norwegen stehen geblieben. Von da ist die Geschichte ja auch relativ kurz erzählt. Dann waren wir noch ein, 2 Tage auf der Fahrt von Norwegen nach Deutschland. Jetzt musst du mir allerdings nochmal schnell helfen, in welchem Zeitrahmen ist dagegen? Das war Anfang August, ne? Anfang August. Anfang August war es. Genau, sind noch sehr zügig durch Norwegen gefahren, das gleiche dann auch durch Schweden, um dann mit der Fähre von Dänemark nach Fehmarn überzusetzen, um genau im Sommer einen Monat, beziehungsweise im Endeffekt wurden es glaube ich so 5 Wochen in Deutschland zu sein. Und auf Fehmarn war dann auch direkt die Mission Meerforelle, die du dir, Max, natürlich auch nicht entgehen lassen konntest und quasi direkt am ersten Tag von Tangermünde aus dem Osten ab nach Fehmarn geknattert bist. Genau, Richtig. da haben wir uns dann direkt getroffen mit der Mission Meerforelle. Denn, und da können wir jetzt, bevor wir auch auf unsere Ereignisse in Deutschland nochmal eingehen, du gehst ja auch gerne mal in Rügen etc. Meerforelle angeln. Da kannst du ja Ja, vielleicht nochmal kurz ein absolut. bisschen Background geben, auch mit Haki etc. Den kennen ja auch viele Leute, kannst du mal ein bisschen erzählen. Ja, erstmal, falls er doch zuhören sollte, schöne Grüße an Haki. Der ist ja, ja, wie du schon sagst, jetzt kein unbekanntes oder unbeschriebenes Blatt, gerade was Rügen angeht. Ältester oder längster Guide, den es da gibt, mittlerweile auch guter Freund geworden, ist da immer unterwegs auf dem Bodden, auf dem großen Jasmunda und logischerweise auch an der Küste. Da sowohl vom Land als auch vom Boot ist er da wirklich ja eigentlich ein Top-Guide oder auch generell auch ein Top-Fischer. Funktioniert eigentlich relativ verhältnismäßig oft, gerade für die Meerforelle, die uns als leicht verschriebener Fisch, denn da bist du ja eigentlich derjenige, der da eigentlich immer die Mütze oder die Brille auf hat und fängt. Aber eben für mich ist es immer noch so ein Fisch, der bei mir ein rotes Tuch hat. Aber mit ihm funktioniert das tatsächlich ganz gut. Habe auch meine erste mit ihm zusammengefangen. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Und ja, also Rügen ist eigentlich was für mich eigentlich so das bekannteste Gebiet. Und ja, um bei den Schwenk zu setzen, Fehmarn, war ich tatsächlich vorher noch nie gewesen.
War mit euch auch Premiere. Jetzt ist Finn einmal ausgestiegen, jetzt ist er wieder da. Aber ja, also wir hatten da ja auch, oder ihr hattet ja da auch jemanden dabei, den ich da kennengelernt habe. Das war ja der Lukas, Ja. den ich da auf dem Campingplatz mit kennengelernt habe. Auch an dieser Stelle auch schöne Grüße von meiner Seite und von euch ja, denke ich mal, auch. Sicherlich. Ja, bin dann zu euch hochgefahren, wollte eigentlich eine Nacht bleiben. Ist ja so eine typische Fischkurs-Tour damit entstanden. Ja, bin zu euch gekommen. Ihr wart auf dem Campingplatz. Ich habe auch in meinem Leben, glaube ich, noch nie so einen großen Campingplatz gesehen, der aber auch schön war, muss man dazu auch sagen. Und ja, bin angekommen und dann ging es auch eigentlich schon nach 10 Minuten in die Warthosen. Genau so sieht's aus. An der Stelle genau, Grüße an Lukas. Unser Mann des Vertrauens, den ich hier bei Finn kennengelernt habe, quasi. Und mit der Meerforelle, sagen wir mal so, das klappt doch immer mal sowohl bei Finn und mir auch mal mehr, mal weniger. Ne? Das ja, ist halt launisch, wenn man da nicht immer die Topspots hat, etc., kann das auch mal schwierig werden. Ich denke mal, viele, die zuhören und es schon mal versucht haben, kennen das auch. Von daher, genau, haben wir da dann einfach mal unser Glück versucht. Und ich würde sagen, unabhängig davon, dass wir, glaube ich, alle gerne auf Meerforelle angeln, kann man schon mal vorwegnehmen, dass wir doch ein paar schwierige Tage erwischt haben. Im Sommer ja Meerforelle normalerweise eh schwierig, außer man geht so wirklich in den ganz frühen Morgen- oder Abendstunden los. Was wir ja tendenziell weniger gemacht haben, wir sind schön zur Tageszeit losgegangen, ne? genau, haben da an verschiedenen Spots in Fehmarn sind wir losgezogen auf Lukas Empfehlung. Ich weiß gar nicht, jetzt, es ist natürlich schon eine Weile her. Wie gesagt, wir haben aktuell, für die, die es etwas später hören, den 8. November, an dem wir das aufnehmen. August ist natürlich schon ein klein bisschen her. Ein paar Fische hatten wir aber trotzdem, wenn ich mich recht entsinne. Also weniger Meerforelle, aber was anderes. Könnt ihr mir mal eben meine Erinnerungen auf die Sprünge helfen? Also von meiner Seite aus, wo ich da war, weiß ich, glaube ich, noch, dass ihr erzählt hattet, ihr hattet einen Tag vorher, also ich bin ja nicht an dem allerersten Tag gekommen, ihr wart ja eine Nacht schon da gewesen, da hattet ihr auf jeden Fall einen Fisch gefangen. Finn, du weißt da sicherlich noch einen Tag vorher mehr. Wenn Finn dann zu hören ist. Ich sag euch so, wie es ist. Ich habe die letzten 10 Minuten oder letzten 5 Minuten sehr wenig mitbekommen. Also bei mir ist es sehr entspannt. Jetzt ist es mir gerade ein Riesenwunder, dass ich kommen kann. Wir haben einen Fisch gefangen auf Fehmarn, Max, hast du gerade gesagt? Ich glaube, ihr habt tatsächlich auf Fehmarn oder war es Lukas, der nur gefangen hat? Also Lukas hat garantiert nichts gefangen. Aber wer war es denn? Was, Lukas? Ich bin mir Ich gerade weiß auch es nicht gar mehr nicht. sicher, ehrlich gesagt. Ja, es ist leider auch wirklich, wirklich sehr lange her. Um die Story aber kurz zu halten, wir sind nach Fehmarn zurückgekommen in Deutschland, dann auch tatsächlich erstmal ein bisschen geselliger, alle zusammengesessen. Angeln war dann am Anfang nicht so ganz im Vordergrund. Die Stunden, die wir probiert haben, waren nicht gut. Ich glaube, wir hatten ein paar Hornhechte, nämlich da habe ich eben nicht drauf gekommen, die im Sommer dann natürlich auch gerne rumschwimmen. Oder zumindest Attacken davon. Lukas war auch ja ganz groß darin, ne? Oh, ich hatte einen Biss, oh, ich hatte einen Biss. Erzählen, Makrelen, erzählen Bisse. genau. Genau, ja, haben dann da ein paar Tage geangelt, aber wie gesagt, Max hat ja gerade eben schon angekündigt, du warst ja auch nur einen Tag im Endeffekt da. Die anderen waren wir Ja, auch nicht so. es gab ja dann noch diesen kleinen Zwischenfall. Wir sind ja Das ist dann eine abends typische noch. Maximilian-Schäfer-Situation, muss man dazu sagen. Es war eine Ja. Art Navy SEAL-Situation. Max ist, glaube ich, relativ früh morgens gekommen oder irgendwie, ja, doch, gegen Morgen oder gegen Mittag. Ja. Dann haben wir kurz 1, 2, 3 Stunden gefischt bis ins Dunkle und dann ist es wieder passiert, wie es bei uns üblich ist. Wir hatten ein starkes Bedürfnis nach Leckereien, sprich nach gutem Essen. Sind, glaube ich, um die halbe Insel Fehmarn gefahren. Essenstechnisch ziemlich schwierig, nach 20 Uhr da überhaupt noch irgendeinen Laden zu finden, der auf Ich hat. glaube, es war sogar noch ein bisschen später. Ich glaube, es war so wie fast gegen 9 irgendwie schon gewesen. Aber trotzdem, Aber also nochmal großen Disrespect an Fehmarn, dass da um die Uhrzeit kein Laden mehr auf hatte. Da war ich wirklich eine Riesenkapuze auf jeden Fall. Und dann sind wir nämlich wieder zurückgefahren. Nee, wir waren bei Meckes. Wir sind bei Meckes gewesen denn. Maximal enttäuschend natürlich, wieder zurückgefahren und die Schranke vom Campingplatz war zu. Sprich, Max ist gar nicht erst mehr mit seinem Wagen auf den Campingplatz gekommen, auf den Stellplatz, den wir vorher schon bezahlt hatten. Haben wir uns kurzzeitig dazu entschieden, oder Max besser gesagt, dass Max einfach wieder nach Tangermünde fährt, ne? Mehr schief gehen kann nicht, ab nach Tangermünde.
Und wir sind am nächsten Tag hinterher, glaube ich, ne? So war es, oder? Richtig, ja, genau, weil ich habe erstmal noch alle Hotels abtelefoniert, die da waren. War natürlich auch unmenschliche Preise gewesen. Und bevor ich dann gesagt habe, ich wollte eigentlich mit dem Auto pennen, hatte auch alles bei, aber ja, dann war die kurzfristige Entscheidung zurückfahren. Abfahrt. Ja, und ihr seid Ja. nächsten Tag hinterhergekommen und das war dann eure Premiere in Tangermünde. So sieht's aus. Fehmarn haben wir dann hinter uns gelassen, relativ unerfolgreich und sind dann ja zu dir gefahren, um da dann auch die eine oder andere, erstens das ein oder andere Angelerlebnis zu haben und zweitens auch bezüglich Fischkurs und dem weiteren Vorgehen viele zu besprechen. Aber gib doch vielleicht erstmal allen, die Tangermünde nicht kennen, wo ich vorher auch zugehört habe, mal so eine kurze Einleitung, wo und was da ist. Ja, also Tangermünde liegt tatsächlich direkt an der Elbe im Norden von Sachsen-Anhalt. Der Kreis ist der Altmarkreis. Liegt ja so ungefähr 1,5 Stunden westlich von Berlin, aber allerdings wirklich aktuell noch sehr abgeschieden von der Außenwelt, da wir nicht mal eine direkte Autobahnanbindung haben, die aber Gott sei Dank jetzt aktuell gebaut wird. Aktuell. Ende, angeblich soll bis Ende des Jahres tatsächlich hier in der Nähe auch eine Verbindung sein. Dann kommt man wenigstens schon mal schneller in den Süden runter. Aber ja, ansonsten, wir haben hier, ja, es geht ja im Endeffekt ums Angeln. Also ich habe auch direkt hier bei mir an der Firma die Elbe. Keine Ahnung, 2 Minuten Fußweg, dann stehe ich direkt am Ufer. Wir haben die Havel, wir haben die Seen in Brandenburg, generell alles, was auch Berlin ist, ist im Umkreis. Gut zu erreichen. Ja, und es ist eine schöne Altstadt, das kann man auch immer wieder sagen, da wart ihr ja auch relativ begeistert von. Und In 3 Jahren oder was? Du warst wieder so krebsig abgehakt, man hat nur die Hälfte verstanden. Also, ich wollte sagen, es war, glaube ich, die schönste Gemeinde oder sowas vor 3 Jahren, oder? Die schönste Kleinstadt oder Die whatever. schön, ja, vor 3 oder 4, ich glaube, mittlerweile die Zeit ist schon vorangeschritten, die schönste Kleinstadt Deutschlands wurde es gewählt tatsächlich, ja. Und seitdem gibt es auch relativ viel Touristen als Zulauf. Und ja, also es ist schon ganz ansehnlich hier, aber zum Angeln ist es tatsächlich ziemlich top. Haben viel hier, der Arendsee, vielleicht ist es auch einem anderen oder ein oder anderen ein Begriff, ist der tiefste See Norddeutschlands. Haben wir auch nicht weit weg. Ja, also Möglichkeiten gibt es hier wirklich viele. Zur Küste hoch brauchen wir ungefähr, ja, Boltenhagen ist ungefähr 2 Stunden zum Beispiel weg. 2,5 Stunden ist Rügen weg. Ist alles noch so ungefähr in greifbarer Nähe. Also da haben wir schon Max, viele ich Möglichkeiten. muss einmal ganz kurz reingerätschen, wenn ich gerade Empfang habe, weil ich glaube, ich habe irgendwie hier 90% der Fälle des Gesprächs hier überhaupt keinen Empfang oder habe euch irgendwie im Absatz oder zeitversetzt auf jeden Fall auf dem Ohr. Wir reden die ganze Zeit, Max hat eine Firma in Tangermünde. Max, erzähl doch mal ganz kurz, was du für eine Firma in Tangermünde Gerne. Also Prestigewerk ist der Name der Firma. Vielleicht war es auch schon mal in den Videos mal vorgekommen, dass ihr ja zum Beispiel die Mützen von mir mal aufgehabt habt und so. Wir sind eine Sattlerei, ursprünglich aus dem Sinn entstanden, dass wir Automobile veredeln vom Innenraum her, machen auch Boote, machen Interieur allgemein. Grob gesagt halt eben alles, was man so mit Leder, Mikrofaserstoffen und Kunstleder beziehen kann. Damit befassen wir uns, machen halt eben auch Polsterarbeiten, restaurieren Innenräume von Autos, statten auch Neuwagen aus. Also das geht vom Lenkrad beziehen über Himmelverkleidungen beziehen, über Bootspolster auch komplett neu konstruieren und erstellen. Und ja, es ist also eine sehr große Bandbreite, sehr große was das Bandbreite und ich angeht. glaube, wir können jetzt schon mal sagen, vielleicht hat das Ganze auch irgendwann mal was mit Fischkurs zu tun. Aber viel tiefer wollen wir, glaube ich, gerade gar nicht reinspringen. Aber wir haben auf jeden Fall extrem viel vor. Wir haben schon mal, ich glaube, im letzten Podcast war es schon mal ein bisschen gespoilert, dass wir tatsächlich den großen Schritt wagen, auch Richtung Tackle-Herstellung, Tackle-Händler, Tackle-Verkäufer zu gehen. Und da hatten wir halt insbesondere mit Max relativ viel zu besprechen, weil, wie gesagt, Tim und ich sind seit, Tim, wie lange sind wir jetzt auf Reise? Fuck. Acht Ja, seit Monate? Sechs? Sieben April. Monaten? Keine Ahnung. I don't know anymore. Aber auf jeden Fall sind wir schon lange auf Reisen und zu dritt verstehen uns wunderbar. Haben uns entschieden, lass uns Fischkurs zusammen aufbauen und lass da auch in die Richtung gehen.
für die wir alle so ein bisschen streben. Wir sind alle so ein bisschen Tackle-Nerds, alle so ein bisschen auch, haben teilweise schon in der Industrie gearbeitet. Tim und ich haben zusammen bei ZAPCO gearbeitet, beispielsweise vor einigen Jahren, wollte ich gerade schon sagen, ist auch auf jeden Fall ein bisschen was her. Aber wollen jetzt auf jeden Fall auch eigene Schritte gehen, extrem qualitativ hochwertige Schritte gehen. Und da war halt ganz, ganz viel, was in Tangermünde angefallen ist, was für uns zu besprechen war. Aber vielleicht, keine Ahnung, kannst du da noch ein bisschen tiefer reindroppen, Tim? Ja, also genau, ich glaube, wir hatten es ja zuletzt auch schon mal irgendwo erwähnt. Ich weiß leider nicht mehr genau wo. Das zumindest angeschnitten. Und bevor wir aufs Anglerische gehen, genau, können wir da ja nochmal ein bisschen ausholen. Wir waren da bei Max in der Firma. Und Max, du hast da einen ganz tollen großen Arbeitstisch, wo du normalerweise ja verschiedenste Automobilteile, wie du es gerade eben gesagt hast, schon verarbeitest. Haben uns da mal diverse Muster angeschaut, was zum Beispiel Routenbauteile angeht, etc. Und haben da mal ein bisschen rumgetüftelt und denken, dass wir da auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Produkt haben, was wir zeitnah wahrscheinlich auch vorstellen können. Sind da gerade tief im Hintergrund dran am Arbeiten. Kurz davor, bevor wir das jetzt hier gerade gemacht haben, haben wir da auch noch drüber gesprochen. Ich glaube, da könnt ihr euch auf was Cooles freuen. Ich meine, ihr seht alle schon so eine Cappy auf hier. Das ist noch alles im Anfangsstadium so ein bisschen. T-Shirts, Blau Pullover hast du arbeiten da auch ein übrigens bisschen bestellt. dran. Die habe ich bestellt. Das war ein War Fehlmusterkauf. ein Ja, Fehlkauf. gehört auch dazu, ne? Nee, Da muss genau, auch aber mal auf die Fresse bitte? fallen. Da muss auch mal auf die Fresse fallen. Richtig, hast du die zweite hast du noch direkt daneben. Na, Zweite habe ich provokant daneben. schon direkt nochmal aufgehangen. Die hast du extra nicht mit nach Düsseldorf genommen, ne? Nee, das ist richtig, ja. Ja, Ja, aber genau, das Ding ist also, ja auch. ja, gerne, Max. So ein großer Punkt ist ja auch tatsächlich in der Angelindustrie. Es gibt halt immer viele so Sachen oder Neuerungen, wo wir uns ja auch schon oder wo wir gesagt haben, es werden immer wieder neue Produkte vorgestellt, es werden immer wieder Innovationen auf den Markt gebracht, wo man sich eigentlich immer denkt, so ja, okay, eigentlich wird meistens irgendwie die Kiste gegriffen von vor 20 Jahren und das wird dann als neu verkauft. Aber ich glaube, wir haben da vielleicht auch was gefunden, was jetzt nicht alles auf den Kopf stellen wird, aber was vielleicht auch tatsächlich eine Innovation ist, die es so in der Hinsicht noch nicht gegeben hat. Aber ich denke mal, da können die Leute noch ganz gespannt drauf sein, was da so passieren wird und was wir da aus dem Zauberhut greifen. Ein Aus dem Kaninchen kommt auf jeden Zauberhut Fall was greifen. richtig Fettes, was richtig Fettes auf euch zu. Es qualitativ hochwertig, sagen wir schon mal. Innovativ, auf jeden Fall geil und wir haben alle drei richtig Bock, da zusammen das Ding schnellstmöglich auf den Markt zu hauen. Aber nicht nur schnellstmöglich, sondern halt auch in richtig geiler Qualität, dass wir zufrieden sind, dass ihr zufrieden seid, dass alle zufrieden sind. Und ich glaube, damit haben wir das Thema ziemlich gut abgeschlossen. Wir haben was Geiles im Kopf, sind ganz, ganz hart daran am Arbeiten, sind im Dezember auch wieder für mehrere Wochen bei Max und werden das alles finalisieren. Und ihr werdet auf jeden Fall die Ersten sein, die dann geupdatet werden, was da genau passiert. Aber jetzt lasst uns nicht. Bevor wir uns noch weiter verplappern, was es genau ist, ich glaube, wir stehen gerade alle kurz davor. Lass uns doch einfach mal so ein bisschen mehr aufs Angeln eingehen, was wir in Tangermünde gemacht haben. Weil Genau, wir haben und einiges gemacht. bevor wir vielleicht so auf die Details eingehen, Max, nochmal so ein kurz anschneiden, was angelst du normalerweise in Tangermünde so, beziehungsweise was kann man bei dir da im Osten so erleben? Ich finde es immer ganz cool für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht so kennen, einfach mal so einen Einblick zu geben. Also generell gesehen, fangen wir beim nächsten an. Elbe ist ja ein bekanntes Superzanderrevier. Klar, in Hamburg ist zwar das eine, bei uns an den Strecken, aber ein bisschen weiter südlich gesehen gibt es auf jeden Fall auch Superzander. Gerade die Größen, also die Mengen werden zwar jetzt hier verhältnismäßig zu Hamburg nicht gefangen. Zander ist aber, wie gesagt, ganz oben. Danach würde ich sagen, so wie eigentlich in ganz Deutschland der Hecht. Und danach würde auf jeden Fall der Wels anstehen. Gerade Havel, coole Welsbestände, wird, ja, wie man es auch immer nehmen möchte, aber immer mehr. Zander genauso. Und ich denke mal, das waren eigentlich auch so diese klassischen drei Fische, auf die wir uns so ein bisschen konzentriert haben. Nebenbei hatten Finn und ich auch mal einen Tag gemacht, speziell auf Rapfen, der auch ein super Sportfisch ist, der auch eigentlich immer auch gerade auf leichten Geräten immer super Spaß macht. Und ich glaube, das war tatsächlich auch mit einer der ersten Tage, ne? Soweit ich mich erinnern kann. Da sind wir auf der Havel mit aufs Schlauchboot gesprungen. Und gerade wenn Finn und ich immer da zusammen losgehen, da kommen eigentlich immer ganz lustige Geschichten.
Generell kommen bei uns lustige Geschichten raus, aber bei uns passieren halt immer so fatale Sachen, die mit dir, Tim, halt immer nicht so schnell passieren. Du bist ja derjenige, der immer noch ein bisschen geplanter ist. Und wir sind da eigentlich immer, ja, auf los geht's los. Und ja, also ich würde einfach mal anfangen. Das erste Mal waren wir tatsächlich, das war auch so um den, ich glaube, ach da. Um den Winter. So, da gab es ja auch die gute Geschichte. Ja, der 8. August oder 9. August, nee, ich glaube am 10. oder so war das gewesen. Kommen wir jetzt in den Tagen zusammen, aber nee, das war, da sind wir gezielt los, haben so schnell fließende Passagen, Stichwort Wehr zum Beispiel auch, ist ja immer so ein Punkt, sind wir speziell auf Rapfen los, kleine Köder, leichtes Geschirr und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Das hat funktioniert, definitiv, ja. Ich meine, August, Spätsommer ist halt auch so ein bisschen Rapfenzeit, ne? Warme Tage, warme Temperaturen. Welcher Fisch ist da noch aktiv? Wenn dann der Rapfen auf jeden Fall, das sind Stromschnellen und ich glaube, Max, auf die Köder so kannst du am besten eingehen, weil es ist ein Hausgewässer. Wie ist los? Was haben wir für Köder gefischt auf jeden Fall? Also eigentlich ja fast Nummer eins ist auf jeden Fall kleine Wobbler. So bis, ja, also meine persönlichen Lieblingsköder diesbezüglich sind eigentlich so bis 5 cm. Hab da einen sehr flach laufenden, sinkenden Wobbler. Volle japanische Marke. Ryuki, vielleicht sagt das was. Aber die haben da wirklich richtig Top-Köder dafür. Eigentlich passt je kleiner, umso besser, gerade im Sommer. Und ja, die haben eigentlich verlässlich ihren Fisch gebracht. Und Köder Nummer zwei sind eigentlich dann tatsächlich meiner Meinung nach Gummifische. Kleine Gummifische, schnell an der Oberfläche geführt, funktionieren eigentlich auch immer sehr gut. Könnte man aber auch mal die verwenden, um halt eben die tieferen Wasserschichten zu suchen. Stehen ja dann doch nicht immer nur an der Oberfläche, die Jungs. Und ja, das war eigentlich so. Wie Das Rapfen gesagt. an uns für uns, was wirklich erfolgreich war, muss man letztendlich sagen. Also wir haben zumindest ein paar Rapfen gefangen. Es war schwierig, sowieso alles, weil verdammt, verdammt warme Tage. Wir hatten überall Probleme, in allen Gewässern eigentlich, überall, wo wir gefischt haben. Egal ob Elbe, egal ob irgendwelche Seen, egal ob. Haben wir noch gefischt? Elbe, Flüsse, Seen. Whatever. Wir haben eigentlich alles durchgespielt, was irgendwo in der Nähe war. Und wir haben uns echt ganz, ganz viele Pläne gesetzt. Ein ganz, ganz großer Plan. War auch das LiveScope. Ja. Herr Schäfer, da kannst du, glaube ich, am besten drauf eingehen. Ich bin nach wie vor kein LiveScope-Experte, aber Max hat sich auf jeden Fall ein LiveScope gegönnt. Auch ich glaube, es ist auch schon ein bisschen etwas älter gewesen, oder? Also von Adrian hast du es auf jeden Fall bekommen. Richtig. Der nächste Gruß, der rausgeht, denke ich mal, von uns allen, Lawrence, geht Herr schon an Bruce. Adrian. Ja. Wie gesagt, immer wieder ein riesen Danke an ihn für die Übernahme von der Technik. Durch ihn wurde ich ja generell auch so ein bisschen an dieses Thema generell mal rangeführt. Und wir waren ja gemeinsam los, um nochmal einen kleinen Überschwenker zu setzen, weil das war die zweite Tour, die wir gemacht haben. Das war zu Herrn Düring an einen See in, ach, wo war das gewesen? Das war in, ich glaube noch Meckpommern war das gewesen. Meckpommern, Brandenburg, Norden Brandenburg. Ich weiß es gerade gar nicht mehr so ganz genau. I don't know. Wir sind auf Auf jeden jeden Fall Fall. fucking Allerdings, allerdings. Und mit vielen Rehen auf der Rückfahrt. Aber da haben wir einmal auf Hecht gescoped. Und mit einem Profi an Bord war das halt eben für denjenigen, der dann in dem Moment mit Lennart auf dem Schlauchboot saß, erfolgreich. Und ich weiß noch, Tim, am Anfang haben wir gemeinsam auf dem Schlauchboot gesessen und das war für uns so, als hätten wir in den Fernseher geguckt, der ein Standbild zeigt. Ja, und dabei noch auf dem Karussell gesessen, muss man auch noch dazu sagen, als das Genau, Schlauchboot bei heftigem permanent Wind. gedreht hat. Genau, das war auch mal wieder so, ja, ich würde schon sagen, relativ frustrierend. Gott sei Dank, wie gesagt, war Lenny dabei. Hat uns da mal so eigentlich mal direkt gezeigt, wie es funktioniert. Auf jeden Fall, ja, das war schon ziemlich gut gewesen. Also wir hatten zumindest dann eigentlich alle mal ein Hecht gehabt. Nachher, wo ich dann mit ihm auf dem Boot saß, wo er mir das speziell nochmal gezeigt hatte, alles.
habe Gut, ich Lenny mal hat auch recht, nochmal. die anderen nicht. Okay, aber ja, auf jeden Fall, um es relativ kurz zu halten, war es eigentlich dann doch eine relativ schöne Tour, denn das Ganze hat ihnen noch ein Sahnehäubchen aufgesetzt, weil da haben wir in der Zeit ja den größten Fisch gefangen. Speziell Lennart hat ihn gefangen. Das war der Meter 13 Hecht in der Nacht. Da gibt es ja auch die Videos, die man da sehen kann. Wunderschöner Fisch gewesen. Ja, relativ ungewöhnlich, relativ nah am Ufer noch gebissen. Weiß ich auch ganz genau noch alles. Aber ich glaube, da seid ihr auch schon relativ vorgefahren, weil wir haben immer dieses Problem, dass der Motor leer ist. Beziehungsweise die Batterie vom Motor. Da würde ich gerne kurz reingrätschen. Tim und ich waren eigentlich schon am Ufer am Anlegen, weil man muss auch sagen, ich glaube, Tim war es insbesondere, der das Schlauchbootangeln doch relativ scheiße findet. Ich hatte Weil eine. man. Man kann Unbequem, schon. kleines Schlauchboot, aber ich glaube, da kannst du auch wieder mehr zu sagen. Tim war auf jeden Fall. Wir waren schon fast am Ufer auf jeden Fall. Ja, also ich hatte, also man muss noch mal dazu sagen, generell, so wenn wir gerade davon sprechen, ich finde es eigentlich ganz witzig, weil wir hier so eigentlich auch anglerisch so drei komplett andere Profile so ein bisschen haben. So zum Beispiel Max ist halt so voll im Livescope-Angeln drin, wo ich jetzt weniger drin bin. Dann haben wir Hechtangeln, wo Finn und Max voll für zu haben sind. Ich zum Beispiel deutlich weniger. So an dem Tag kam die Kombination plus Schlauchboot auf mich zu, dass ich ab irgendeinem Zeitpunkt so eine Riesenkrawatte hatte. Es war schon dunkel. Genau, Max, du warst mit Lenny auf dem Boot. Finn und ich waren auf dem Genau. Weg. Der Motor schon zwischendurch die ganze Zeit ausgefallen. Und dann waren wir schon quasi am Ufer und dann kam auf einmal der Anruf. Wir haben einen Riesenhecht dran, wir haben einen Riesenhecht dran. Was haben wir noch nicht gemacht? Rumgedreht, Motor immer wieder Aussetzer gehabt, Batterie angeschlossen, abgeschlossen. Irgendwann waren wir dann, weiß ich nicht, ein paar Minuten später haben wir es dann geschafft und waren da. Da hattet ihr, Und wir haben glaube ich, den den Fisch Fisch. nicht mehr mitbekommen. Genau, da hattet ihr den Fisch nämlich schon gelandet und alles. Und ja, was End vom Lied war natürlich, dass ihr uns so noch abschleppen musstet zum Ufer, weil unsere Batterie komplett leer war. Stimmt. Also im Nachhinein wirklich ein witziger Tag, muss man sagen. Und sehr Absolut. erfolgreich, zumindest auf dem Boot von Lenny. Ich glaube, auf dem anderen Schlauchboot, was sich jetzt die ganze Zeit gedreht hat und mit der Technik kam nicht ein einziger Fisch, ne? Kann das sein? Ja. Leider Also ja. da, Ja, aber da stimmt auch, so. wo wir gerade beim Livescope sind, deswegen ist das Interessante, da ich frage ja immer hier gerne so auch den Zuhörer oder Zuschauer, wenn es da Interesse besteht, gerade so Thema Livescope, viele sehen es kritisch, finden es voll kacke. Die anderen finden es aber wiederum richtig geil. Da können wir vielleicht auch mal so eine separate Folge nochmal zu machen. Gerade, ich habe gar keinen Plan davon. Max hat sich so ein bisschen reingefuchst. Das könnte vielleicht den einen oder anderen interessant sein, wie man mit sowas am besten startet und so. Ich glaube, da ist man, oder du in dem Fall ein bisschen näher dran, Max, als jetzt jemand, der das irgendwie 3 Jahre schon benutzt und alles schon kennt. Schreibt das gerne mal hier irgendwo in die Kommentare oder wo auch immer hin. Dann können wir uns das vielleicht mal vornehmen. Aber ja, war ein interessanter Tag, sagen wir mal so. Absolut, Mit absolut. Gemischten Gefühlen. Extreme Freude, dass es so gut lief. Und ein bisschen Salz auch, weil der Motor ausgefallen ist. Und es war auch eine super späte Rückfahrt. Ich glaube, wir waren tatsächlich Ja, auch irgendwie stimmt. erst 3:30 zu Hause oder irgendwie sowas. Also uns sind ja im Und Auto dann schrecklich. auch schon halb die Augen zugefallen, weil wir ja wieder in einem besagten Schnellrestaurant wieder waren, weil es auch wieder nichts offen hatte. Aber ja, das war insgesamt, aber ja, wie du schon sagst, echt ein schöner Tag. Auch ich habe da ja Lennart überhaupt erst mal kennengelernt. Mittlerweile auch öfter mit ihm los. Thunder-Videos auch noch entstanden im Nachhinein mit ihm zusammen mit mir. Wo ich auch mein PB mit ihm gefangen habe. Auch Props Topmann. an Lenny Also mal wieder, kann ne? man Herr es anders Düring hat sagen. schon das dritte Mal Props ausgesprochen in diesem Podcast. Davon auf jeden Fall. Aber es ist mal wieder soweit, dass Herr Kruse reingrätschen muss. Und zwar werde ich gleich zum Fischen abgeholt. Aber Max, wir haben noch eine legendäre Story erlebt. Weil uns war die Mission mit Lenny eigentlich nicht genug. Max wollte dann auch noch alleine einen großen Fisch fangen und wir haben über ein paar Ecken, ein paar Connections, einen ziemlich fetten See, auf dem ich auch schon mal selber drauf war, nicht pelagisch, aber auch schon mal gut gefangen habe und ein, zweimal war. Wir sind auf jeden Fall mal wieder, sind wir auf Reise gegangen zusammen, Max, auch wieder, ich weiß nicht, ich glaube, es war morgens, es war fucking früh Nee, morgens. Wir sind super es früh war nicht mal morgens, oder? morgens. Das war nicht mal morgens. Nee? Wir Ach haben Mann. uns um, keine Ahnung, wir haben ewig lang gesucht, was für ein See, wo wir hinwollen und so weiter. Und das Yeah, I war irgendwie, sind wir remember, um 14 oder 15 Uhr losgefahren und hatten auch 3 Stunden zu diesem See überhaupt erstmal hin. Oder 4 oder irgendwie sowas, also ganz wild. Und weiß nicht auch wie gestern noch. Und dann haben wir auch auf dem Weg dahin beschlossen, ja, es wird, nee, das war noch nicht mal auf dem Weg dahin.
Wir sind ja hingefahren, haben gesagt, wir wollen die Nacht überfischen und am nächsten Tag zurückfahren. So fing das Ganze ja an. So fängt es an. So, Und wir wir haben waren verdammt auch. offen bekommen, als wir angekommen sind. Wir sind wieder angekommen, à la Fischkost-Style, extrem gehypt, extrem motiviert. Wir wissen jetzt, wie die Technik funktioniert. Was allerdings nicht funktioniert, wenn wir gefühlt eine Windstärke 7 auf der Schnur haben. Und das hatten wir leider auf dem See, ein relativ großer See, ein offener See. Wir waren mit dem Schlauchi da. Es hat sich alles gedreht. Tim hat schon beschrieben, es war eine Karussellfahrt. Es war alles ganz, ganz schwierig und Max und ich waren irgendwie verdammt verzweifelt, waren da irgendwie um 12 Uhr nachts dann noch auf dem See und haben dann irgendwann gesagt, boah, ey, keine Ahnung, wir müssten jetzt nach Hause. Aber dann haben wir gesagt, nee, wir gehen jetzt erstmal was essen, um wieder runterzukommen. Und so ist es dann auch Ja. gekommen. Wir wollten Aber es eigentlich nur kam, wieder mal eine Leckerei haben. es kam auch sogar noch was anderes dazwischen. Und zwar kam auch irgendwann, als wir mitten auf dem See waren und auch schon eine Riesenkrawatte hatten, weil es nicht wirklich funktioniert ist. Wir hatten zwar auch einen Fisch zur Reaktion bekommen und das alles. Und dann kam der Anruf von zu Hause von meiner Freundin, die auf den Hund aufgepasst hat oder auf die Hunde aufgepasst hat. Der Hund ist krank. Der Hund hat sich Ja, verletzt. das stimmt, das Und stimmt, da das saßen stimmt. wir natürlich auch erstmal da, so, was sollen wir jetzt machen? Brechen wir jetzt ab, fahren wir zurück? Aber Gott sei Dank hat sich das dann auch irgendwie nach 2 Stunden so ein bisschen einigermaßen beruhigt gehabt. Und daraufhin haben wir dann wirklich noch entschlossen, so mitten in der Nacht, ja, wir müssen jetzt erstmal was essen und wir fahren ins Hotel. Und das war ja wirklich, ich weiß auch noch, wo wir losgefahren sind, sind dann auch ein Stückchen Autobahn gefahren, weil wir zu einer Raststätte fahren wollten, weil wir dann wenigstens noch ein Würstchen essen wollten. Und dann hatten die keine Würstchen mehr. Dann mussten wir zur nächsten Tankstelle fahren, die auf der gegenüberliegenden Seite war. Und Die hatten noch Würstchen, Leute, und die waren nicht lecker. das Ding ist, wir haben das dann ja so gemacht, dass wir, als wir dann tatsächlich noch ein paar Würstchen bekommen haben, ja noch nach, boah, ich weiß gar nicht mehr, wo es genau war, aber in die nächstgrößere Stadt gefahren und sind da auch in die Parkgarage gefahren, weil wir auch so durch. Und zwischendurch habe ich den Schlüssel ja noch um in der Dachbox stecken lassen vom Auto. Das war ja auch noch so Ja, ein Ding. es war alles schrecklich. Es ist wieder alles typisch. Typischerweise Fischkurs, es ist alles schiefgegangen, wirklich. Wie Max schon sagte, wir sind, keine Ahnung, irgendwann um 1, 2, halb 2, halb 3, keine Ahnung, wir sind irgendwann übermüdet, aber beide irgendwie gut drauf, weil wir wussten, ja, wir können den nächsten Tag vielleicht noch ein paar Stunden fischen, das Wetter soll sich ein bisschen beruhigen. Fahren in diese Tiefgarage von dem Hotel und irgendwann steige ich aus dem Auto aus und gucke nur aufs Auto und sehe, fuck, Max, die Dachbox. Die Dachbox ist wortwörtlich am Dach der Tiefgarage. Wir sind alle aufgesetzt, haben dann schön Streifen gezogen, sind dann irgendwann wieder aus der Tiefgarage rausgekommen. Gott sei Dank, es war wirklich Millimeterarbeit. Und als wir im Hotel angekommen sind, der Rezeptionist hat uns auch nur gesagt, ja, ich habe euch gerade wirklich relativ lange ausgelacht, weil es witzig war, euch zu sehen, weil wir einfach nur drin standen, uns abgeschlagen haben und gesagt, ey, was soll eigentlich noch alles schief gehen? Auf jeden Fall haben wir dann unser Zimmer bekommen in diesem Hotel. Das Zimmer war okay. Wir haben noch eine Autotuner-Doku geguckt. Kann ich mich jetzt auch noch wie heute daran erinnern. Wir haben verdammt Legendär, viel gelacht, legendär. waren wieder 2 Stunden länger wach und haben dann im Endeffekt, glaube ich, 2,5 oder 3 Stunden gepennt am nächsten Morgen zum Frühstück und ab wieder auf den See. Und haben nochmal auf die Richtig. Schnauze bekommen. Vom Feinsten. Vom Feinsten auch. Also Bei guten wirklich Bedingungen. Stunden gefahren, einfach nur um wieder abzuschneiden. Aber die Lehre der ganzen Geschichte ist auf jeden Fall, weil viele sagen ja immer, ja, Scopen, da kommen wir wieder zurück zu dem Thema, was du ja gerade meintest, Tim. Viele sagen ja immer, ja, Scopen ist kein richtiges Angeln oder Scopen ist einfach. Weder noch. Scopen ist auf jeden Fall Angeln, aber es ist einfach schlichtweg genauso wie Jiggen, wie Ansitzangeln, wie Trollen einfach. Ich muss kurz unterbrechen. Ich bin ja ein Mekinenser. Ich werde jetzt zum Welsangeln abgeholt, Leute. Und zwar um 20:24 Uhr. Skunk ist zu spät. Christian, liebe Grüße an Christian von Urlaub nach Mars. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ein bisschen Welse fangen, hoffentlich. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Also die wichtigsten Geschichten habe ich jetzt miterzählt. Mit Max, es geht wie immer alles schief, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was die Jungs noch erzählen. Ich höre es mir später im Podcast an. Ich verabschiede mich mit meiner elendigen Qualität, die ich hier sowieso gerade habe in Mekinenser, sage ich ciao. Schnack noch schön. Christian steht Ja, jetzt gerade schon an der Tür. fangt mal was, ne? Aber ordentlich. 2,50er Albino, ihr werdet ihn die Tage sehen. Ciao, ciao.
Tschüss, tschüss. Ja, jetzt ist Finn Jetzt weg, fangen bei dir hier, jetzt aber fangen bei dir die Technikprobleme an hier. Auf einmal hast Finns Stelle übernommen hier. Echt? Okay, also bei mir sieht es Was so bisher noch alles halt. ganz gut aus. Das Einzige, Okay, was okay. tatsächlich passiert ist, ist, dass meine AirPods leer sind, weil wir ja vorhin tatsächlich, wie auch schon gesagt, das Meeting hatten. Und ich alles über die gemacht habe, aber ich denke mal oder hoffe mal, man hört mich immer noch genauso gut. Ja, doch, das funktioniert. Aber an der Stelle auch nochmal an die Leute, die regelmäßig gehört haben. Das ist ja, also, sorry für Tonqualität etc. Normalerweise nehmen wir es ja mit der Kamera und den Mikrofon beiden auf. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir das irgendwie am PC aufnehmen. Ich bin in Mequinensa, schlechtes Internet. Ich habe hier noch ein Mikrofon, wo ich gar nicht weiß. Also der Ausschlag sieht gut aus, ob das eine gute Tonqualität ist. Max ist auch ganz woanders noch in Deutschland. Wir hoffen, das passt einigermaßen. Da werden wir uns auch ein bisschen verbessern. Aber ja, Max, lass doch da gerne einfach nochmal anschließen. Du warst gerade noch beim Scope stehen geblieben. Richtig. Ich wollte ja gerade auch nochmal sagen, also um es kurz nochmal zu machen, also es ist halt einfach, wie alle Angelarten, ist es einfach schlichtweg eine eigene Art zu fischen. Mir persönlich macht es riesen Spaß. Man lernt halt einfach ultra viel über die Fische, über das Verhalten und es ist halt einfach auch nicht so, dass nur weil du den Fisch ja, live siehst, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er auch beißt. Irgendwo gehört auch einfach noch mehr dazu. Und es ist halt eben auch überhaupt nicht einfach. Also wir haben, also ich glaube, so viele frustrierende Tage mit dem Fischen, mit dem Scope, um sich da überhaupt rein zu fuchsen, hatte ich wirklich lange nicht mehr gehabt. Weil es ist einfach, ja, also es gehört auch eigentlich schon relativ viel dazu, damit vernünftig umzugehen. Und es ist immer schnell gesagt, finde ich, dass es keine Angelart ist oder ja, wie wir auch schon zu hören bekommen haben. Es ist dieses böse gesagt, ohne Fischen, ohne Ehre. Aber ich finde es eigentlich überhaupt nicht so, weil, wie gesagt, man lernt einfach viel über die Unterwasserwelt kennen. Man sieht es halt einfach alles nochmal ein bisschen anders. Und ja, es ist halt wirklich nicht einfach. Ja, also auch normales Echolot hat genauso wie Scope auch seinen normalen Standpunkt irgendwo. Und ist schon legitim. Ich mache es aber auch nicht nur. Das muss man dazu aber auch generell auch nur sagen. Ich glaube, jeder Scope-Fischer, der damit zu tun hat, angelt auch nicht nur ausschließlich mit dem Scope, weil es gehört, wenn man ja angeln geht, gehört es auch einfach dazu, auch wie wir es zusammen gemacht haben in Deutschland, um den Schwenker auch wieder zu finden, wo wir einfach an der Elbe gestanden haben, auf den Buhnköpfen und auf Zander gejiggt haben. Das macht genauso viel Spaß am Ende des Tages. Also es ist einfach eine eigene Angelart und ich meine, man guckt halt auch leider auf der anderen Seite relativ viel aufs Echo. Und dementsprechend für mich ist halt Angeln oder genauso wie für uns alle jetzt nicht unbedingt einfach nur da zu sein und den Fisch zu fangen, sondern es gehört dazu, dass man am Wasser ist, dass man die Natur mitbekommt, dass man generell am Wasser verbunden ist, mehr oder weniger auch mit dem Ganzen. Und ja, das ist, finde ich, eigentlich Ja, wunderschön. genau, wie gesagt, vielleicht können wir da demnächst ja nochmal zu eingehen. Du, ich finde es immer so, gerade bei den Videos, die wir ja so hochladen, da hast du ja auch immer die Leute dann von bis, die dann auch sehr extrem dann auch immer irgendwie rumhaten und was weiß ich. Ich finde, solange es, also es ist halt erlaubt, ob das jetzt moralisch alles immer so richtig ist, Thema Catch and Release und sowas, was wir jetzt zum Beispiel nicht haben, was aber einem ja schnell immer vorgeworfen wird, dass man nur Scope, um nur zu releasen und sowas. Das sind immer so verschiedene Standpunkte, wo ich immer finde, ich finde es eigentlich immer ein bisschen schade, dass dann Angler untereinander dann auch immer direkt so aufeinander losgehen, etc., ohne wirklich alle Hintergrundinformationen zu haben. Das einfach auch nochmal dazu. Aber wie gesagt, da können wir ja vielleicht demnächst nochmal zugehen. Ich glaube, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass es natürlich tendenziell einfacher ist, viele große Fische zu fangen, wenn man es kann. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe es im eigenen Leib erfahren, nur das Ding auf dem Boot zu haben und dann direkt irgendwie loszulegen, das ist es tatsächlich nicht. Aber damit würde ich sagen, lassen wir das Thema auch erstmal so ein bisschen beiseite. Wir haben es auf jeden Fall das ein oder andere Mal verwendet in Tangermünde, aber wie du gesagt hast, halt das, was mir halt sehr viel Spaß gemacht hat, auch wenn es zäh war. Wie im Sommer, glaube ich, aber bei euch generell oder bei vielen auch das Zanderangeln im Fluss aufgrund hoher Temperaturen etc. pp. Ich meine, zuletzt selbst in Spanien noch, wo eigentlich ja, was heißt eigentlich, wo super Zanderbestände sind, es war unfassbar zäh, die Wassertemperatur extrem hoch. Und ähnlich, obwohl das Buhnenangeln sehr schön war, eine sehr schöne Buhnstrecke in der Elbe, wo wir bei dir waren, ja, war das auf jeden Fall auch eine coole Angelei. Das ist zum Ja Beispiel, auch wenn ich immer. erfolgreich. Du hattest ja auf jeden Fall auch recht. Ja, Also die Wasser. Fische hatten wir, klar. Klar, ich meine jetzt aber das reine Zanderangeln an sich. Wahrscheinlich wären wir jetzt
Ahnung, im Oktober da gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich mehr Erfolg gehabt. Aber ey, so ist es, das gehört dazu. Und ja, wir greifen sicherlich auch nochmal an, vielleicht jetzt sogar schon im Dezember. Ihr werdet es erfahren. Jetzt, genau, wir hatten schon Rapfenangeln, wir hatten das Hechtangeln, wir hatten das Zanderangeln. Habe ich irgendwas oder haben wir irgendwas vergessen in Tangermünde, als wir zu Besuch waren bei dir? Oh, Max, unser Erlebnis noch. In dem Havelgewässer. Das Oh, Krauterlebnis. Das Krauterlebnis. Das das war stimmt. Das war auch schon wieder stark. und auch Erzähl wieder mit gerne. Abschleppen. Wieder mit Abschleppen. Du hattest, erst hast du mich, ich war mit dem Kajak, du warst auf dem Schlauchboot, damit wir nicht die Platzprobleme hatten, die wir sonst immer hatten, auf einem Boot bloß zu zweit. Haben uns da auch die Havel rausgesucht, die direkt an den See anschließt, in dem Bereich, wo wir halt eben waren. Und eigentlich war es sehr vielversprechend, bis wir dann da waren. Ja, alles voller Kraut. Und ich muss sagen, am Anfang, also wie gesagt, du warst ja auf dem Kajak, kamst ja kaum durch das Kraut durch. Ich war auf dem Schlauchboot alleine mit dem E-Motor. Und am Anfang auf dem Hinweg ging es noch. Wir beschreiben nochmal so ein bisschen das Gewässer, wie also das war eigentlich, also da fließt die Havel durch und dann ging da so Seitenarme, so Altarme, wie auch immer, so ein bisschen von ab. Aber du kennst dich besser aus, erklär gerne nochmal. Genau, also es ist ein See in Hamburg wollte ich schon sagen, in Brandenburg. Das ist ja nicht mehr Havel, aber nee, also es ist ein See in Brandenburg gewesen mit der Havel dran. Wir waren erst sind gestartet in einem Ort. Ich muss ja, also den See kann man auch sagen, ich glaube, das war der Tollensesee. Und das ist quasi die Havel mündet quasi rein und geht auch wieder davon raus. Also es ist quasi wie so ein Zwischengewässer davon. Nicht besonders tief, hat irgendwie so Stellen im Sommer, wenn der Wasserstand relativ niedrig ist, so von 6 Metern, 4 Metern. Und ich weiß aber gerade den Ort tatsächlich nicht mehr, wo wir gestartet sind. Auf jeden Fall, wenn man aus diesem Ort rausfährt, hat man auch links und rechts Naturschutzgebiet. Auch gerade diese, ja, wie du sagst, diese Altarme sind ja quasi auch seitlich mit Inseln mehr oder weniger, wo dann die Havel sich so aufsplittet. Und drumherum fließt, wo auch Betretungsverbot ist. Also ich persönlich finde wunderschöne Natur, alles wirklich belassen. Und Definitiv. Sehr schön durch, da. ja, also durch diese niedrige Tiefe War ein hatten wir bisschen dann Kraut da. Ein bisschen. bisschen ist gut, ja. Also der E-Motor, also klar, die Strecken, die Fahrtstrecken waren halt die, oder die Fahrt drin, waren alle relativ frei. Aber sobald wir dann wirklich in die Arme reingefahren sind und außerhalb war bei mir im Kajak der Propeller aber wirklich nach 2 Sekunden voll. Beim Ja. Elektromotor ging es ja dann noch wirklich einigermaßen, weil der diesen Vitesse drin hat. Aber auch wenn du Vollgas gefahren bist, war das irgendwie so, als wenn man mit 25% irgendwie nur fährt. Dann haben wir uns da ja auf diesen See raufgequält, an die Fahrdrinne ran, haben da versucht zu jiggen, was aber sehr beschwerlich war. Ja. Also das war Also wirklich das, ja, also man muss sagen, es ist, glaube ich, wie immer beim Angeln auch. Es gab Licht und Schatten. Das war einer dieser Tage, der so ein bisschen zu vergessen war. Aber die Natur hat mir sehr gut gefallen, aber rein anglerisch war es halt super schwer. Ihr müsst euch, wie gesagt, wirklich vorstellen, wir mussten alle 10 Meter anhalten, das Kraut wieder aus dem Motor holen, etc. Wir haben da alles versucht. Es kam im Endeffekt, glaube ich, ein paar kleine Barsche immerhin raus. Also Schneider sind wir nicht geblieben. Ich glaube, du hattest die kleinen Barsche auf dem Crankbait oder sowas, ne? Ja, von daher, ja, war mal wieder ein Erlebnis. Und ich glaube, mit zumindest dem Thema anglerisch haben wir dann Tangermünde auch beendet. Oder habe ich irgendwas vergessen? Weil ich habe ja ein, zwei Tage auch ausgesetzt, bin bei dir zu Hause geblieben zum Arbeiten, wo du mit Finn noch los warst. Aber da kann ich jetzt natürlich relativ wenig zu erzählen. glaube, wir waren noch einmal, haben wir es versucht. Es war an meinem Geburtstag gewesen, wo wir auch Wels versucht haben. Aber auch wieder so eine kleine Katastrophentour von Finn und mir. Tagsüber unterwegs gewesen, waren dann noch, haben noch ein paar Sachen geholt gehabt und alles. Und im Endeffekt waren wir dann, oder die Nacht zu meinem Geburtstag hin, haben wir dann versucht, auf Wels zu angeln. Nicht Ansitz, aber aktiv. Hatten da auch ein paar gute Echos gehabt, aber im Allgemeinen, ja, haben wir dann auch irgendwann gesagt, so, ey, komm,
war es bis 2 Uhr oder irgendwie was, und dann sind wir auch zurückgefahren, weil nächsten Tag auch viel anstand, halt eben auch für die Vorbereitung und so weiter. Waren aber dann trotzdem morgens nochmal los, da wo wir dann gesagt haben, wir schwenken jetzt auch nochmal um auf Rapfen, was dann auch wieder funktioniert hatte, dass es wenigstens ein bisschen Fisch gab. Und ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir uns in der Zeit dann den Rest versucht, mit Themen auseinanderzusetzen. Das war eigentlich tatsächlich hier bei uns dann alles gewesen. Was ja auch Ja. schon, ne? Also, und Ja, ich meine, ja. weil es geht ja nicht immer nur ums Angeln, sondern man muss ja nebenbei, musstet ihr ja auch auf jeden Fall noch was schaffen, ich musste was schaffen. So ist das halt. Es Wir haben geht halt eben zusammen viel nicht nur geschafft, ums genau. Angeln. Und ich meine, es war im Endeffekt sogar eine Gesamtzeitdauer von 2 Wochen sogar. Und Ja. ich weiß nicht, wir hatten es eben, glaube ich, schon erwähnt, dass wir dann im Dezember wieder bei dir sind, auch um weiter im Hintergrund alle möglichen Dinge weiter zu arbeiten und werden dann sicherlich auch nochmal 1, 2 Tage angeln gehen. Ja, aber das rundet das, glaube ich, erstmal ganz gut ab. Vielleicht seht ihr uns aber die nächsten Wochen auch schon vor diesen tollen beiden Bögen, von denen Max da gerade sitzt. Da werden wir demnächst auch wieder im Büro sitzen. Und ja, genau, dann nach Tangermünde nämlich, um das auch relativ kurz zu fassen, weil danach erstens in Deutschland gar nicht mehr so viel passiert ist, weil Finn und ich dann auch zügig ja nach Österreich etc. weitergefahren sind, haben wir nochmal einen Zwischenstopp ja gemacht beim Fabian Frenzel. Ich glaube, das wäre auch wirklich was für dich gewesen. Das müssen wir vielleicht einfach zu dritt nochmal machen. Ich denke mal, auch da wieder Gruß an Fabian. Auch übrigens alle Leute, die wir erwähnen, die wollen wir natürlich nicht nur erwähnen, die sind auch alle überall verlinkt etc., wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Bei Fabian waren wir noch an einem kleinen Bach Forellen angeln, was sehr, sehr cool war. Unfassbar guter Bestand an Forellen. Ganz schmaler Bach. 2, 3 Meter breit meistens. Auch nicht unbedingt tief. Es gab ein paar tiefe Stellen. Und Fabian ist da halt absoluter Profi drin im Forellenangeln. Ich bin ein riesen Forellenliebhaber, wie der ein oder andere mittlerweile vielleicht festgestellt hat. Ja, haben da dann auch noch 2 coole Tage bei Fabi verbracht. Und Aalangeln waren wir mit ihm auch noch. Bei Vollmond, da hatte er noch erzählt. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, war dir das so krass klar, dass bei Vollmond es nicht so gut sein soll, Aal zu angeln oder so? Ich meine, Vollmond dies, das, ja, aber gerade zum Aalangeln. Weiß ich nicht, habe ich jetzt immer nicht so drauf geachtet, weil ich aber generell nicht so der Aalangler bin. Also ich glaube, das Thema hatten wir jetzt auch in Spanien auch, glaube ich, einmal kurz. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Ich glaube ja, dass dieses Thema Vollmond ja generell, weil wir hatten ja auch diesen ultra krassen hellen Mond jetzt in Spanien auch gehabt. Ja, stimmt. Und ich finde, die Meinungen diesbezüglich gehen ja schon relativ auseinander. Es gibt Leute, die da wirklich komplett drauf schwören. Aber mir war es jetzt eigentlich, dass jetzt Aale nicht besonders gut gehen. Gut, ich bin jetzt auch nicht der krasse Aalangler, muss man dazu sagen. Gerade bei uns, leider gehen die Bestände ja relativ runter. Es ist jetzt, ja, war mir tatsächlich nicht so ein Begriff. Also generell Raubfisch bei Vollmond ist ja vielen geläufig so, aber in dem Bezug nicht. Ja, also es ist ganz witzig, dass du sagst, denn in den Kommentaren, ich weiß nicht, ob du es auch gelesen hattest, war es nämlich sehr ähnlich. Der eine hat gesagt, na, es geht wie Hulle im Vollmond, der nächste meint, wie bei Vollmond habt ihr gefangen. Das ist dann ja immer Bedingungen und welcher Faktor war es jetzt, der entscheidend war. Das ist ja auch herrlich irgendwo. Da haben wir auf jeden Fall noch, ich glaube, 2 Aale hatten wir, glaube ich, gefangen. Und das war dann nämlich im Endeffekt auch Deutschland für uns, zumindest was die Reise betrifft, denn wir haben natürlich auch, wie gesagt, dann, wie wir gerade schon erzählt hatten, bei Max erstens einige Tage, wo wir auch nicht angeln waren, wo wir dann effektiv mal entweder zusammengesessen haben oder halt auch an anderen Dingen gearbeitet haben. Und gerade für Finn und mich, die dann ja viel unterwegs waren, auch bestimmt jeder eine Woche oder sowas bei der Familie zu Hause und Freunden verbracht haben. Und ja, damit ist eigentlich zumindest aus meiner Sicht, wenn ich jetzt nichts vergessen habe zum Thema Deutschland, wir sind auch schon bei 50 Minuten angelangt tatsächlich. Ist auch Oh. schon, ja, das geht dann immer relativ schnell. Ne? Jetzt du kriegst das noch mit, das kommt einem immer gar nicht so lange vor, aber dann labert man sich dann doch in den Flow irgendwann. Ja, zu Recht doch. Gibt es ja auch einiges zu erzählen. Also es waren ja auch wirklich einige gute Stories dabei gewesen. Wie du gesagt hattest, es war auch, ich meine, generell ist jetzt Sommer bei uns kein leichtes Revier hier. Klar, es gibt Fische, die funktionieren gut. Gibt aber auch viele Fische, die funktionieren halt eben nicht so gut, wie wir es auch gemerkt haben, gerade in den flacheren Gewässern. Ja, aber allgemein gesehen als Resümee war es echt wieder eine schöne Zeit. Definitiv.
Und wir haben viel geschafft. Und ja, ihr seid ja dann auch relativ zügig, wie du auch gerade gesagt hattest, ja weiter. Ich habe es leider ja nicht geschafft, mit rüberzukommen zum Forellenfischen. Aber ihr macht ja dann bestimmt den Übersprung jetzt demnächst zu Österreich. Genau. Und Da würden wir dann. nämlich dann, ich meine, du kannst ja einfach mit reinkommen. Ich meine, darum geht es ja nicht, aber wir werden dann, denke ich mal, um nochmal einen kleinen Ausblick zu geben, rein was den Podcast angeht, auf Österreich, Italien, Frankreich eingehen, wo aber auch gar nicht viel passiert ist, muss man sagen. Da sind wir fast nur durchgereist, größtenteils. Dann nach Spanien gefahren, wo du dann ja auch sehr zügig dann wieder dabei warst, wo wir dann ja wieder alle zusammen viel auch erlebt haben und zu erzählen haben. Viele von euch haben es mit Sicherheit auch schon gesehen. Und auch Thema Forellen, was wieder sehr cool war. Genau, von daher würde ich sagen, machen wir dann an der Stelle für heute mal einen Cut. Schön war es gewesen. Wunderbar, ein inneres Wunderbar. Blumenpflücken, wie immer. Genau, als nächstes, genau, nochmal kurz für den Hintergrund, auch für alle, die bis jetzt gehört haben. Finn hat ja gerade gesagt, ist noch ein Mekinenser. Ich musste aus persönlichen Gründen nach Düsseldorf zwischendurch zurückfliegen, fliege morgen aber wieder. Also wenn das Video raus ist, bin ich schon wieder in Spanien und dann geht es für Finn und mich aber relativ zügig nach Holland, wo du leider nicht zu Besuch kommen kannst, wie du gerade eben noch gesagt hast, Max. Richtig, richtig. Das wird aber auch. Bitte? Hatten wir im Meeting so besprochen, also ich schaffe es leider jetzt nicht. Ihr seid ja auch nicht so lange da. Nee, genau. Aber danach geht es ja dann relativ auch wieder weiter zu mir. Und Genau. dann bin ich vollumfänglich da. Und Winterangelei ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen was anderes hier. Wie du auch sagst, wir werden auf jeden Fall sicher schaffen, hier nochmal loszugehen. Und ich denke mal, das wird dann auch ein bisschen fischreicher werden als letztes Mal. Aber genau, also um da nochmal anzuschließen, also als nächstes geht's nach Holland, aber der nächste Podcast wird zumindest, wie gesagt, eher von der Durchreise nach Spanien und Spanien handeln. Und dann werden wir da nochmal ein bisschen unsere Erlebnisse teilen. Ansonsten nochmal, sorry für die potenziellen technischen Probleme, die hier aufgetreten sind. Wir hoffen, es ging auf jeden Fall klar. Und bedanken uns fürs Zuhören. Und ja, Max, schönen Abend. Wir schnacken sowieso die Danke. Tage. Ja, auch. Und bis zur nächsten Podcast-Folge, Freunde. Macht's gut. Okay. Ciao. Ciao. You make it look easy. All your friends are gonna